schönes Wetter draußen. Es ist noch ziemlich früh für mich. Wir haben jetzt 21:45 Uhr. Ich hatte aber Nachtschicht. Ja, gehen wir mal auf die Waage. Ich glaube, das ist DefiVlog 4. Also, ich sag, man sieht schon, ich sehe sogar schon den Unterschied. Ich hoffe, dass es halt über die Kamera richtig rüberkommt. Ah, jetzt streikt die Batterie. Was ist denn hier los? Okay. Sieht man's? 71,8, also ihr müsst ja auch immer 500 Gramm abziehen, ja, wegen der Cam. Ich habe das schon getestet. Also 71,3 habe ich jetzt. Ja. Ja, der krassere Bauchansatz kommt jetzt schon langsam, aber... Hier wird nicht verglichen, da wir ja immer an dieselbe Stelle gehen. Genau hier. Schauen wir mal. Natürlich alles ohne Pump, wie gesagt. Ich verarsche euch nicht, da hinten ist die Uhr. 21:45 Uhr. Seht ihr auch gleich am PC, am Laptop, wenn ich euch die Internetseite von Stern zeige. So, also wie gesagt, hier, also ich finde am die Tiefe vom Bauch, die müsste man eigentlich schon deutlich sehen. Also, ja, ich finde sowieso, also für euch mag das alles vielleicht schon krass aussehen. Hier auf dem Video, aber ey, also ich weiß nicht, wie es jetzt bei anderen ist, ich habe es auch schon öfter gesagt bekommen, live sieht das alles noch um einiges anders aus, so. Wir haben den 4. Juni, genau 4. Juni. Ja, ich will ja bei einer Meisterschaft Ende Juli mitmachen. Aber die Defi ziehe ich auf keinen Fall so lange am Stück durch. Das ist jetzt, ich mache es noch nicht mal 3 Wochen. Ja. Also ich zähle ja erst ab diesem, das war ja dann montags, wo ich das erste Mal in... Wir müssen dann nochmal nachschauen. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie die Zeit war oder wann das genau war. Ich habe im Moment so viel um die Ohren, habe gestern auch eine Prüfung geschrieben und ich mache das hier so nebenbei. Ich zeige euch noch die Beine. Diesen Wettkampf, wo ich mitmache, ist wie die Men's Physique, nur die Beine werden mitbewertet. Und das finde ich halt scheiße bei der Men's Physique. Und ich
bin noch nicht mal mega braun. Die kommenden Tage wird 30 bis 32 Grad. Schau da mal, dass ich... Was haben wir heute? Mittwoch. Sonntag, Montag wird dann das nächste Video wahrscheinlich kommen. Und allein dann durch die Megabräune, die ich habe, wird es dann nochmal um einiges krasser aussehen. Aber wie gesagt, ich bin richtig zufrieden. Die letzten Tage war ich sogar nur 300 Kalorien im Defizit. Mir ging das am Anfang irgendwie zu schnell. Und wenn ich abends so auf der Couch sitze, eine längere Zeit, und dann aufstehe, zur Toilette laufe und ich sehe dann alles schon wieder hier. Das ist auch so, da hier so die Bauchadern, ganz leichter Ansatz über dem Bauch. Ja. Und, mal schauen, wenn ich... Na, heute habe ich nicht viel Zeit auf der Couch zu sitzen. Hab Stress, stressigen Tag. Gehe jetzt ins Gym, dann mache ich mir was zu essen. Dann gehe ich noch was erledigen, dann in die Schule und dann direkt auf die Nachtschicht. Ja, was gibt's so noch zu erzählen? Ich trinke Minimum 4 Liter Flüssigkeit am Tag. Minimum. Ihr werdet jetzt auch sehen, ich habe das am Anfang der Vlog schon gezeigt, bei FDDB, dass wenn man Schwankungen hat, man sich da nicht beirren lassen soll oder nicht verrückt machen soll. So auf die Art, es tut sich nichts, Gewicht geht wieder hoch, runter, wieder hoch, es passiert nichts. Ich krieg so viele Nachrichten, die brechen alle, nicht alle, aber der Großteil denkt immer, es klappt nicht. Ja? Die gucken halt nur auf die Waage und nur immer diese einzelnen Tage. Ich zeige euch das später wieder. Bei mir sind jetzt extreme Schwankungen. Ja? Aber ihr könnt den Graph, also ihr könnt es euch das grafisch darstellen lassen, die ganzen Gewichte, die ihr jeden Morgen im selben Zustand euch notiert, also nach dem Toilettengang, zack, so wie ich jetzt gerade auf die Waage. Und dann klickt ihr auf diesen Button Trend und dann seht ihr, in welche Richtung es geht. Dieser rote Faden, ja, das zeige ich euch später. Das habe ich euch ja schon gezeigt, aber jetzt wird es nochmal deutlicher. Weil jetzt richtig viele Schwankungen bei mir drin sind, in den letzten Tagen. 71,3 ist jetzt schon richtig heftig. Ich hoffe, dass am Schluss die 7 da bleibt. Ja, das, wenn ich wenigstens 70, also das wäre richtig, richtig top. Das wäre Bombe sogar. Also mit derselben Form, die ich im Dezember hatte. Ja, die einige von euch kennen, ich meine, kennen ja die Form vom Dezember, ist auch dasselbe Profilbild, wie ich hier auf YouTube und auf Facebook habe. Ach, übrigens, wer mich noch nicht auf Facebook verfolgt, der sollte das mal tun. Ne, Spaß. Hier unten ist ja auch der Link zu meiner Facebook-Page. Ist nicht so groß besucht wie hier. Ich meine, so groß ist es jetzt hier auch nicht im Vergleich zu anderen. Aber ich sage nur im Verhältnis. Ja, wie gesagt, ernährungstechnisch hat sich hier nicht viel geändert. Bei mir ist es so, ich habe jetzt die Mahlzeiten so. Es kommt meistens immer so auf 2 große Mahlzeiten und dieser grüne Smoothie, den ich mir jeden Tag reinhaue. Ja, okay, natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Jo, okay, ich werde mir jetzt einen Booster reinziehen. Dann kann ich euch das auch mal zeigen. Was für einen. Ja, da war mega viel Koffein, also puh. Beim ersten Mal ging mir es gar nicht so gut. Aber beim zweiten, dritten Mal, dann ging mir es sogar danach, nach dem Gym, richtig gut. Ich war so richtig gut gelaunt und
überhaupt keinen Crash gehabt, so lang ausdauernd. Also es war ein richtig cooles Gefühl. Das war jetzt, also dreimal probiert, beim ersten Mal war es scheiße, aber scheiß Voraussetzungen, hatte Frühschicht, 3 Stunden gepennt und will ich jetzt nicht so gleich bewerten. Heute das dritte Mal auf nüchternen Magen, also im nüchternen Zustand, hier dieser Red Line White Heat. Ich muss sagen, ja, ich merke was davon. Wie gesagt, also ich kann das wirklich sehr, sehr selten behaupten. Okay, ich hau den mir jetzt rein. Ich werde aber noch Beta-Alanin beimischen, genau. Und natürlich. DCAAs, weil das nehme ich jetzt in der Defi-Phase immer vorm Training. So Leute, schalt vielleicht dann später nochmal zu. Jetzt werde ich mal was getrunken. Ach, zur Routine, was auch zur täglichen Routine bei mir gehört. Das mache ich jetzt. Das hätte ich eigentlich vorher machen müssen, bevor ich anfange, das Video zu drehen. Das mache ich jeden Morgen, egal wann ich aufstehe, egal was für ein Tag. Ich trinke erstmal 1 Liter Wasser, entweder mit Zitrone oder mit Ingwer. Jeden Morgen. 1 Liter Wasser. Ja, mal einige von euch werden das natürlich nicht gleich runterbekommen, aber ich habe auch mal mit 1/2 Liter angefangen. Also, bis später. Ach Leute, ich habe was vergessen. Das zeige ich euch noch schnell. Nicht, dass ihr denkt, ich würde hier rumfaken. 4. Juni. Okay, bis später. So Leute, immer noch der 4.6. Ihr seht mich ja immer nur bei der Form morgens nach dem Aufstehen. Also ohne Pump und nix. Jetzt werde ich euch mal am Spiegel kurz zeigen, wenn ich flexe. Seht ihr die Adern? Sie kommen langsam wieder hier am Bauch. Oh, Akku ist gleich leer. Okay, es läuft. Bin wirklich zufrieden. Und die Adern, wie gesagt, die kommen schon wieder langsam. Hattet ihr hier gesehen? Wupp. Jawohl. So. Ich zeige euch dann eigentlich nur noch, was ich erwähnt gehabt habe. Wegen FTDB, wegen den Gewichtssprüngen, da ihr euch nicht verrückt machen sollt. Wenn es optisch so aussieht, dass nichts mehr geht, ihr müsst immer den Trend im Auge behalten. Bis gleich. So, das ist heute zum Beispiel der Tag 4. Juni. Ihr seht, knapp 2400 Kalorien werden es sein. Hier mein Post-Workout, das ist komplett. Okay, hier habe ich noch den grünen Smoothie mit drin, weil ich es in einer Liste abgespeichert habe, wo dann alles übernommen wird. Und später gehe ich ja noch zum Subway. Ja, sogar in der Defi-Phase. Alles kein Problem. Jetzt zeige ich euch, wie die Makros gerade hier sind. Hier seht, ich habe ja gesagt 50 bis 60 Gramm Fett. Hier sind es mal 41. Macht nichts. Lieber mal zu wenig als zu hoch, als zu viel. Kohlenhydrate 375, Protein 123 Gramm, auch noch dicke
Ich sage immer, maximal 2 Gramm langt vollkommen. Und jetzt zeige ich euch. Moment. Den Gewichtsverlauf. Geht ihr hier hin auf Diätbericht. Ihr müsst natürlich jeden Morgen euer Gewicht eintragen. Okay, das ist jetzt hier von einem Jahr. Jetzt gehe ich mal hier auf einen Monat. So. Jetzt schaut ihr mal, was für Schwankungen. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Wenn ich jetzt mal hier auf meine Daten gehe. Hier seht ihr den Verlauf. Moment. Genau hier. Und ihr seht ihr auch die Schwankungen. 72, 72, 4, 71, 9, 71, 1, 71, 6, 72, 1, 72, 4, wieder 72, 2 da oben. So, wenn ich jetzt hier nochmal auf den Graphdiagramm gehe, dann seht ihr das hier nochmal. Ich klicke nochmal kurz auf einen Monat. Und dann gehe ich hier, wie ich gesagt habe, auf den Trend. Das ist wichtig. Zack. Und ihr seht, es geht noch runter auf jeden Fall. Ja, jetzt sieht es aus, als ob es leicht stagnieren wird, aber das wird auf jeden Fall runtergehen. So, das war's dann für dieses Vlog, für diesen Vlog. Wir sehen uns dann wieder in 5, 6 oder 7 Tage. Mal schauen. Ich mache das spontan.